Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Runaway 3, A Twist of Fate. Wir, oh Gott, jetzt muss ich mal überlegen, das ist jetzt schon ein paar Tage her. Und zwar haben wir, den Schauspieler, also der so ähnlich ist wie bei Beyond Two Souls, ne? Ist auch egal. Der ist, glaube ich, unterwegs. Ne? Wir haben Spinnhaare gefunden. Ja, das war das. Genau, Spinnhaare. Wir haben hier was gefunden. Darauf steht Hurricane. Genau. Und die Schlüssel haben wir. Warte mal, können wir jetzt nach oben gehen? Jetzt, wo Bennett fort ist, es wäre doch möglich, dass er etwas übersehen hat. Na klar. Dass ich ihm misstraue. Aber Psychiater sind so zerstreut. Oh. Warum vertrauen Sie mir nicht? Weil Sie Psychiater sind. Und was hat das damit zu tun? Als mein Freund Chapman starb, war ich es, der ihn fand. Der das Militär und das FBI alarmierte. Ich habe Ihnen gesagt, dass Chapman sich nie das Leben nehmen würde. Aber hörten Sie auf mich? Nein. Man hat mir den Fall entzogen. Sie sagten, Sie kümmern sich darum. Und haben Sie ermittelt? Nein. Sie haben Chapman wie Müll behandelt. Wie etwas Schmutziges, das man unter den Teppich kehrt. Eine Schande. Ich schwöre Ihnen, dass ich nicht das Geringste damit zu tun habe. Und vor 2 Tagen rief mich das FBI an. Es würde jemand kommen, um den Mord an Chapman aufzuklären. Und wird der Fall neu aufgerollt? Nein. Zurzeit ist es noch ein Geheimnis. Ich bin zuversichtlich und sage mir, jetzt beginnen Sie wirklich mit der Ermittlung. Ich sage mir, Sie werden den Namen meines Freundes reinwaschen. Und machen Sie es? Nein! Man schickt einen Psychiater, einen Arzt für Idioten! Ich verstehe nicht. Verstehe, Sie verstehen nicht. Sie sind hierher gekommen, um mir zu sagen, dass mein Freund sich das Leben genommen hat, weil er verrückt war. Und Sie wollen, dass ich Ihnen helfe? Überpünktlich heute. Nein. Der ist ein bisschen angepisst, habe ich das Gefühl. Aber nur ein bisschen. Ganz Nein, kleines bisschen. Nicht. Falls Bennett irgendwas übersehen hat, ist es mir genauso gegangen. Ich habe nichts Interessantes gefunden. Wer weiß, vielleicht ist es besser, noch ein bisschen weiter zu suchen. Ja, ich suche. Wo ich Bennett erwähne, wie mag es ihm beim Sheriff ergehen? Ich würde wirklich gern wissen, was dort im Moment vor sich geht. Oh, 2 Charaktere wechseln. Oh, super. So, wie war das mit dem F2 war das, ne? Genau, mit The Hotspots. Wir gucken erstmal, was haben wir denn? Hier hast du da bestimmt nicht nachgeguckt. Der ist voll Bekleidung und Bettwäsche. Nimm mit. Nein, ich habe mich vorhin erst umgezogen. Nicht immer auf den anderen drücken. Ja. Ein Bett. Es ist Ewigkeiten her, dass ich eins benutzt habe. Dann. Nichts täte ich lieber. Aber? Es ist gemacht worden. Naja, mehr oder weniger. Mehr weniger als mehr. Es ist gemacht worden. Naja. Okay, was haben wir denn hier? Ein Netzteil des Laptops. Bennett hatte recht. Auf dem Schreibtisch muss ein Laptop gelegen haben. Die Frage ist, wo befindet er sich jetzt? Das hier sieht aus wie eine Horstbox. Ja, Horstbox. Nicht Fritzbox, Horstbox. Könnte aber auch. Es ist dasselbe Router-Modell, das wir zu Hause haben. Dasselbe? Nicht nötig, der ist schon ans Netz angeschlossen. Ach so. Guck mal, das Kabel geht hier irgendwo hinten weg. Und danach, also hier hinten ist irgendwo die Dose. So, was haben wir hier? Noch ein Telefon. Ich meine, Bennett hat gesagt, die Verbindung sei an dem Tag, als Chapman starb, unterbrochen worden und erst später repariert. Ob das funktioniert? Das könnte auch sein, ja. Ich könnte jemanden anrufen. Zum Beispiel. Wahlwiederholung zuletzt gewählte Nummer. Wahlwiederholung letzter Anruf. Bennett Gabo. Warte mal, wir nehmen mal die letzt gewählte Nummer. Mal überlegen. Richterin Whitleys Büro, Randall Lane am Apparat, Sie wünschen. Was für ein Büro? Jetzt ist es bewiesen, dass Chapman mit Richterin Whitley sprechen wollte. Aber ich weiß nicht. Aus irgendeinem Grund bin ich nervös geworden. Hallo, Wolli.
So, warte mal. Letzter Anruf. Ich glaube, Bennett hat gesagt, dass Chapman einige Stunden vor seinem Tod einen Anruf bekommen hat, der unterbrochen wurde. Wer bist du denn? Warum rufst du von Buddelbauchs Anschluss an? Wie bitte? Scheiße. Ach, wie hieß Buddelbauch denn noch? Capo? Chappie? Chapman. Bist du von der Polizei? Nein, nein. Ich bin seine Nichte. Welche? Die Dumme? Nein, die Kluge. Schade. Die Dumme sah echt toll aus. Ich bin Barry von der Tanke von Kilometer 3. Was wolltest du? Sie sind ein verblödeter alter Macho und Sie haben Chapman, meiner Onkel Jerome, am Nachmittag seines Todes angerufen. Wer waren diese Typen? Na, Onkel Jerome. Erstmal das hier. Und Sie haben Chapman, ich meine Onkel Jerome, am Nachmittag seines Todes angerufen? Ja, klar. Da kam eine Gruppe merkwürdiger Typen an der Tanke vorbei. Ich habe ihren Tank voll gemacht und sie fragten nach der Waldhütte deines Onkels. Ich habe ihnen den Weg gezeigt. Na toll, ist das ein Idiot. Und wer waren diese Typen? Wer waren diese Typen, die nach Onkel Jeromes Waldhütte fragten? Sie sagten, sie wären Familienangehörige. Nach der ganzen Fragerei vergaß ich zu kassieren. Deswegen habe ich Buddelbauch, deinen Onkel, angerufen, damit er den Typen Bescheid sagt. Aha. Haben Sie jemanden von Chap, mal hier? Wusste Onkel Jerome, dass er Familienbesuch bekommt? Ich glaube nicht, dass er sie erwartete, weil er sich sehr wunderte und dann wurde das Gespräch unterbrochen. Haben Sie jemanden von Chap, Onkel Jeromes Familienbesuch oder dem Anruf erzählt? Nee, dann würde die Polizei mich nur mit Fragen löchern. Ich bin keinem was schuldig. Außerdem ist es doch normal, wenn sich Leute besuchen oder dass ein Gespräch unterbrochen wird, nicht wahr, Zuckerschnute? Und Zuckerschnute. Namdos. Ja, Picard, ich habe aber leider erst 3 Folgen geguckt. Ich komme nicht dazu. Das ist trotz Corona. Ich muss unbedingt noch weiter gucken. Sie sind ein verblödeter alter Macho. Ach komm, danke für die Auskunft. Nee, wir eskalieren mal. Sie sind ein verblödeter alter Macho. Und du ein Leckerbissen, nicht wahr? Ach nein, du bist ja die Kluge. Dass ich klug bin, bedeutet nicht, dass ich hässlich bin. Mir ist es egal, Süße. Bei meinem grauen Star ist für mich jeder Gaul eine tolle Stute. Danke für die Auskunft, Barry. Danke dir, Zuckerschnute. Was trägst du gerade? ich verrate nichts, was war. Und Nuss bestimmt auch nicht. Ja, ich rufe ihn auf dem Handy an. Was ist das für eine Nummer? Hallo, Gina. Wie geht es, Doktor? Oh, ausgezeichnet. Es könnte nicht besser laufen. Ich verstehe. Schade, dass Sie nicht reden können. Wie ist der Sheriff so? Wie ist der Sheriff so? Oh, ein wirklich angenehmer Mensch. Äußerst liebenswürdig. Ha, wenn er noch sympathischer wäre, wäre er ja ein Hund. Oder noch schlimmer, ein Knochen. Sie sind Haben Sie etwas herausfinden können? Noch nicht, aber ich bin optimistisch. Der Sheriff hat mir unglaublich geholfen. Ich verstehe, er lässt nichts durchsickern. Total verschlossen. Ganz genau. Er ist sehr aufgeschlossen. Ich mag so ein Spielchen. Vielleicht könnte ich ihn überzeugen. Schließlich habe ich schon mal eine Sheriff-Uniform getragen. Oha. Wie sah die denn aus, die Sheriff-Uniform? Na, willst du Ärger mit dem Gesetz? Viel Glück mit dem Sheriff. Ich rufe später nochmal an. Bis bald. Gabo. Die kennt die Nummern alle auswendig. Hey, Gina.
Aber, Gabo, was machst du? Kreuzworträtsel. Das ist ja ein Ding. Okay, Kreuzworträtsel, der ist beim Pferdewetten. So, was hat er da? Ein Football? Nicht, dass ich Expertin dafür bin, aber seine merkwürdige Form beweist, dass Football vor dem Rad erfunden wurde. Ich mag kein Football. Ich auch nicht. Was heißt, ich mag das nicht? Ich komme damit gar nicht klar. Ich weiß gar nicht. Also, ne? Der Wald, der Brunnen, eine Schaukel. Ein schöner Blick beim Aufstehen. Ich weiß, ich habe eine schöne Wohnung in Manhattan. Und Brian mag sie gern. Aber manchmal würde ich schon gern wieder auf dem Land leben. Einige Bemerkungen. Es ist nicht warm genug, dass ich es öffnen muss. Ich habe nicht vor, auf dem Dach spazieren zu gehen. Die Idee, von hier nach draußen zu springen, ist wirklich nicht sehr verlockend. Das Glas ist sauber. Ich kann ganz problemlos nach draußen sehen. Und als letztes, durch das verschlossene Fenster kommen keine Fliegen rein. Hör zu, wenn ich nach diesen ganzen Sprüchen das Fenster öffne, wird man mich für verrückt erklären. Okay, mach auf. Durch das verschlossene Fenster kommen keine Fliegen rein. Ach Mist, schade, was ist das hier? Die sind leer. Die werde ich wohl nicht brauchen. Da hängt etwas dran. Und was hängt da dran? Ah, das ist ein Medaillon. Oder wie nannte meine Oma sowas? Genau, ein Geheimnisbewahrer. Hübscher Name, nicht? Was bewahrt er? Oh. Für meinen Knuffelbären von seinem pelzigen kleinen Eichhörnchen. Kein Kommentar. Na, nichts geht über Sir Patrick, ne? Ist doch logisch. Oh, warte mal hier, das Foto. Die Hochzeit der Chapmans. Sie sehen gut aus. Große Hochzeiten gefallen mir nicht. Auch das Foto nicht. Oh, schade. Und was ist das hier? Wenn ich mich recht entsinne, erste Schublade Socken, zweite Unterhosen, dritte Unterhemden, vierte Taschentücher und Quittungen. Quittung, das klingt gut. Nein, ich habe ein paar an. Für ein zweites ist es zu mild. Keine Lust. Nicht mal auf die mit dem Tarnmuster. Und die dritte Schublade? Nein, solche Wunder der Mode sind nur für Leute über 60. Aber die Quittung hätte ich gern. Nein, ich habe sie vorhin durchsucht und nichts Interessantes gefunden. Nimm die Taschentücher. Sie sind aus Stoff. Ich mag die aus Papier lieber. Okay, da wird nichts kommen. So, wir können nach unten gehen, das wollen wir natürlich nicht. Was ist das denn hier eigentlich? Da liegen der Hochzeitsring von Chapmans Frau und ein paar Ohrringe drin. Wie traurig. Und nimm mit. Leider hatte Frau Chapman einen ganz anderen Geschmack als ich, was Schmuck angeht. Ehrlich, wenn sie mir gefallen hätten, hätte ich sie ohne Zögern mitgehen lassen. Wie hat sie die Quittung getragen? Ich weiß es gar nicht. Ich habe gar nicht so mitbekommen gerade eben. So, was haben wir hier? Überquer den Flur und überquer den Flur. Wir nehmen den Flur hier. Da ist ein Bogen. Was bist du denn? Nimm mit. Tatsache. Er scheint in gutem Zustand zu sein. Das ist gut, wenn er im guten Zustand ist. Vielleicht handelt es sich auch um eine einseitige Kriegsharfe. Man kann ja nie genau wissen, was was ist. Was ist das denn? Ich wüsste nicht, dass es einen Stamm der dicken Uhus gibt. Der Stamm der dicken Uhus. Was ist denn das für ein Stamm eigentlich? Ach, herrje, der Stamm der dicken Uhus. Nimm mit. Lieber nicht. Ach, Mensch, ist doch doof. Was haben wir denn noch Hübsches? Oh, Fenster haben wir noch. Die Brücke, der Weg. Man kann fast bis zur Hauptstraße sehen. Und die ist fast 2 Kilometer weg. Mach auf. Das Glas ist sauber. Ich kann ganz problemlos nach draußen sehen. Nein. Okay, gut. Und hier? Das Flussbett ist ausgetrocknet. Es ist nicht warm genug, dass ich es öffnen muss. Hoffentlich steche ich mich nicht. Mit einem Pfeil? Übertreib's nicht. Ja klar, so macht man das. Aber mir ist das Wichtigste, den Pfeil zur passenden Gelegenheit und nicht einfach so abzuschießen. Ach so.
Und so? Einverstanden. Oh. Fertig. So, was haben wir hier? Durchquer den Flur. Ach, das ist der andere Flur. So, jetzt haben wir einen Pfeil und Bogen. Mit einer Strippe dran. Und ich muss speichern. Ach ja, Shatner. Der Kirk, der. So, wo hätten wir denn die Gelegenheit gehabt, irgendwas zu schießen? Ich überlege gerade. Oh, ich hatte schon vergessen, dass ich mir den Namen des Filmes mit dem verfluchten Regenmantel nie merken kann. Ärgerlich. Hier ist, glaube ich, nichts weiter, ne? Ich habe nichts zum Waschen. Hier sind wir schon einmal komplett durch. Nein, ich habe meinen eigenen Koffer im Bad in der Hütte. Ein Schwerenöter, ja, ja. Haben wir hier schon das Rätsels Lösung gehabt? Nee, ne? Ich sehe gar nichts. Können wir hier mit einem Pfeil und Bogen runterschießen? Das wär's doch. Ja, klar. Okay, so hier. Wenn ich wüsste, was da drin ist, vielleicht. Aber in der Dunkelheit. Können wir nicht das Handy darunter. Sachen ja. Einfach so zu werfen, machen nur Babys. Und ich bin schon ziemlich groß. Schon ziemlich. Schauspielerisch hat William Shatner schon was drauf, das stimmt. Wie gesagt, ich finde auch bei Star Trek finde ich ihn sehr gut aufgehoben. Also waren ja mit die ersten Gehversuche und Co. Logischerweise. Mit seiner pantherhaften Agilität, ne? Schöne, großgewachsene Bäume sind das. Wir können wechseln. Sind Sie immer noch da? Ja, klar. Ich werde nicht weggehen, bis Sie mir geholfen haben. In der Nacht wird die Heizung ausgemacht. Nehmen Sie sich eine Tasse Kaffee. Aber Sie müssen wissen, dass nichts von dem, was Sie sagen oder tun, mich dazu bringen wird, Ihnen zu helfen. Ich versuche gerade mit dem Kaffee aufzuhören. Warum erzählen Sie mir das? Wollen Sie vielleicht die Großröstereien vor Gericht bringen? Oder wollen Sie vielleicht nur den Märtyrer spielen, damit ich Ihnen helfe? Na klar, das ist es. Nein. Glauben Sie auch, dass Chapman keinen Selbstmord begangen hat? Auch? Nein. Ich glaube wirklich, dass Chapman keinen Selbstmord begangen hat. Ich bin weder vom FBI noch Psychiater und ich brauche auch keinen Sheriff auszutricksen. Mich schickt nicht das FBI. Ich bin aus eigenem Wunsch hier. Klar. Sagen Sie mal, wie viel bezahlt Ihnen das FBI, damit Sie aus eigenem Wunsch hier sind? Hey, vergessen Sie's. Also ohne Kaffee geht gar nicht. Hatte ich ja schon mal gesagt, bei mir am besten intravenös, ne? Und dann nach Art des Cowboys. Sprich, wenn das Hufeisen im Kaffee nicht versinkt, dann ist es genau richtig stark. So. In Chapmans Waldhütte habe ich einen Umschlag mit Resten von Spinnenhaaren gefunden. Ja? Und? Ich weiß, dass Sie Erkenntnisse über Chapmans Fall haben, die mit Spinnen zu tun haben. Ich? Nein. Und Sie werden einen guten Lügendetektor brauchen, um das Gegenteil zu hören. Ich biete Ihnen den Umschlag als Beweis des guten Willens an. Lassen Sie mich raten. Sie brauchen meine Fingerabdrücke darauf, um mich verdächtig zu machen und mich loszuwerden. Nicht wahr? Verzeihung, aber ich kann ihn nicht annehmen. Wie ist der denn drauf? Wir sprechen später über den Umschlag. Ich glaube ja, Kaffee ist gesund, ne? Ja, ja, ist gesundes Grundnahrungsmittel ist es.
Es kommt auch an, welcher Tee. Ne? Es gibt einige Teesorten, die kann man mal trinken, sollte man aber nicht so viel trinken. Waren Sie wirklich so ein guter Freund Chapmans? Er hat mir seine Angelruten vererbt. Die sind jetzt mein kostbarster Besitz. Muss ich noch mehr sagen? Ich bin nicht vom FBI, aber ich habe einen Freund dort, der mir hilft. Einen Freund? Sie reden von Freundschaft? Ich war Chapmans Freund und ich werde nicht dazu beitragen, dass seine Erinnerung beschmutzt wird. Ich war auch Chapmans Freund. Wir waren eng befreundet. Das soll ich Ihnen auf blauen Dunst glauben? Nein. Beweisen Sie es. Annetta, seine Frau, hatte einen besonderen Namen für ihn. Welchen? Ich weiß welchen, aber das haben wir nicht mitgeteilt. Kleiner Ehemann. Kleiner Ehemann. Sehen Sie, Sie sind kein Freund von Chapman. Vergessen wir es für eine Weile. Wir müssen wechseln. Mit Ihnen zu reden ist wirklich ermattend. So komme ich hier nicht weiter. Ich hoffe, Gina hat mehr erreicht. Doch, hat sie. Weil das ist ein guter Hinweis gerade gewesen. Das prüfen wir mal schnell nach. Ich könnte jemanden anrufen. Zum Beispiel... Also ich kann relativ lange ohne Kaffee aushalten. Also es geht auch wirklich längere Zeit. Aber auf Arbeit oder wenn man wirklich sehr wenig geschlafen hat, so wie es halt... Also die letzten 4-5 Wochen jetzt im Anfang dieser Corona-Geschichte, ja, ganz ehrlich, ohne Kaffee, ich hätte es in Gänsefüße nicht überlebt, ja. So, wir rufen jetzt mal die Richterin an. Nein, bei der Stimme des Sekretärs oder wer auch immer dran ging, ist mir mulmig geworden. Okay, dann rufen wir Bennett nochmal an. Ist immer alles eine Gewöhnung. Wie kommt sie da drauf, das jetzt zu fragen? Ich könnte mir den einen oder anderen Spitznamen für Chapman überlegen. Ich könnte mir den einen oder anderen Spitznamen für Chapman überlegen. Ich bin ganz Ohr. Knuffelbär. Knuffelbär. Danke, Gina. Viel Glück mit dem Sheriff. Ich rufe später nochmal an. Bis bald. Hallo, meine Schöne, was gibt's? Wusste, dass er... Haben Sie... Nee, okay, danke, da ist nichts weiter. Danke für die Auskunft, Barry. Danke dir, Zuckerschnute. Zuckerschnute. Deine richtig runde... Sorry, das tut mir leid. Aber es ist genau die richtige Reaktion mit, die da gemacht wurde. So ein... Ah, Barry, ja.